Nader El-Jindawi gibt momentan alles, um seinen großen Traum als Profifußballer zu verwirklichen. Er soll Hertha wieder an die Spitze führen und ob er das schafft, finden wir heraus. Dafür wird er auf dem rechten Flügel bei Hertha eingesetzt. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Phil Foden, Karim Benzema, Jack Grealish und Riyad Mahrez. Und gewonnen hat Riyad Mahrez. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, hauptsächlich mit Manchester City Spielern. Auch wenn Hertha sich in einer Formkrise befindet, konnten sie am Ende den Klassenerhalt schaffen. 30 Punkte und damit 4 Punkte Vorsprung vor der Relegation hat ihnen den Klassenerhalt beschert. Im DFB-Pokal ist man früh rausgeflogen, in Runde 3 war gegen KSC nämlich Schluss und am Ende hat Bayern München den DFB-Pokal gewonnen. Die Champions League konnte Wolfsburg überraschenderweise im Finale gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Nader konnte zwar schon einige Einsätze sammeln, aber am Ende hat er nur 2 Tore und eine Torvorlage erzielt und ist hoch auf eine 76 immerhin. Und auch in der zweiten Saison schenkt Hertha weiterhin Nader das Vertrauen und an dem Team hat sich auch nicht wirklich was verändert. Im zweiten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Salah, Mahrez, Neymar und Jota. Und gewonnen hat Mohamed Salah. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, diesmal etwas durchgemischter von den Vereinen her. In der Bundesliga konnte Hertha auf dem 13. Platz am Ende landen, souverän hat man den Klassenerhalt geschafft. Im DFB-Pokal lief es diese Saison richtig gut, Halbfinale hieß es für Hertha, leider ist man dort knapp gegen Gladbach mit einem 2-1 ausgeschieden und am Ende hat Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen. Die Champions League konnte währenddessen Sevilla gegen Inter Mailand gewinnen. Nader hat in dieser Saison alle Spiele bestritten, was natürlich ein Fortschritt ist. Dabei sind ihm 5 Tore und eine Torvorlage gelungen und er ist hoch auf eine 80. Und auch in der dritten Saison ist Nader auf dem rechten Flügel gesetzt und das Team seht ihr hier im Hintergrund, was sich auch nochmal gut verstärkt hat. Im dritten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Ferran Torres, Jadon Sancho, Dusan Vlahovic und Memphis Depay. Und am Ende konnte Vlahovic den Ballon d'Or gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, durchgemixt, nichts Besonderes. Und in diesem Jahr hat es Hertha geschafft, auch diesmal in der oberen Tabellenhälfte zu landen. 9. Platz hieß es am Ende, aber der Abstand zu den europäischen Plätzen ist noch groß. Hertha hat es geschafft, ins Viertelfinale des DFB-Pokal zu kommen. Dort ist man aber dann leider knapp gegen Leverkusen gescheitert und am Ende konnte Hoffenheim den DFB-Pokal für sich entscheiden. Die Champions League konnte Atletico Madrid gewinnen. Nader war auch in dieser Saison absoluter Stammspieler bei Hertha. Dabei sind ihm 8 Tore und 2 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 83. Und auch in die vierte Saison geht es für Nader natürlich bei Hertha BSC Berlin und die haben sich auch nochmal gut verstärkt, um vorne anzugreifen. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind João Felix, Vinicius Junior, Lautaro Martinez und Phil Foden. Und am Ende konnte Phil Foden es für sich entscheiden. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, vor allem mit Manchester City und Real Madrid Spielern. Die Transfers der neuen Stars hat sich gelohnt, denn Hertha hat es geschafft, sogar Meister zu werden, auch mit gutem Abstand vor Dortmund. Auch im DFB-Pokal ist man weit gekommen, dort ist man aber im Halbfinale gegen den vermeintlichen Underdog Arminia Bielefeld gescheitert und am Ende hat Bayern München den DFB-Pokal gewonnen. Die Champions League konnte währenddessen Juventus Turin gewinnen. Nader El-Jindawi war auch in dieser Saison auf dem rechten Flügel gesetzt, dabei sind ihm 10 Tore und 2 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 87. Es geht in die 5. Saison für Nader El-Jindawi bei Hertha BSC Berlin. Seine erste Champions League-Saison steht an und dafür hat sich Hertha vor allem in der Defensive nochmal verstärkt. Und in dieser Saison hat es Nader El-Jindawi sogar geschafft, zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or zu zählen, neben Dusan Vlahovic, Leao und Richarlison. Gewonnen hat leider Dusan Vlahovic. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, diesmal sogar mit einem Hertha-Spieler und zwar Florian Wirtz. Und auch in der Bundesliga konnte Hertha wieder oben mitspielen. Leider ist man 3 Punkte hinter Bayern gelandet und das hieß am Ende der 2. Platz. Im DFB-Pokal lief es überhaupt nicht gut, dort ist man direkt rausgeflogen gegen Frankfurt und am Ende hat Wolfsburg den DFB-Pokal geholt. In der Champions League konnte man sogar die Gruppenphase überstehen, aber dann war im Achtelfinale direkt Schluss gegen Liverpool und am Ende hat Inter Mailand die Champions League gewonnen. Und auch in dieser Saison gehörte Nader El-Jindawi als Kapitän und Führungsspieler zu den Stammkräften, dabei sind ihm 7 Tore und 7 Vorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 89. Und es geht in die 6. Saison für Nader El-Jindawi bei Hertha BSC Berlin und an dem Team hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr zählen Rafael Leao, Lautaro Martinez, Ferran Torres und Dusan Vlahovic. Und gewonnen hat Ferran Torres. Zu dem Team of the Year gehörten wieder mal ein Hertha-Spieler und zwar war es wieder mal Wirtz im Mittelfeld. In der Bundesliga konnte Hertha wieder abliefern, dort ist man mit einem 7-Punkte-Vorsprung vor Bayern München zum Meister gekrönt worden. Im DFB-Pokal lief es ähnlich wie letztes Jahr, dort ist man direkt rausgeflogen, diesmal gegen Augsburg im Elfmeterschießen und am Ende hat wieder Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen. In der Champions League ist man im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen, die am Ende dann auch den Champions League-Titel gewinnen konnten. Von den Statistiken her war es auch die beste Saison von Nader El-Jindawi bislang bei Hertha. In 43 Einsätzen hat er 20 Tore, 9 Torvorlagen erzielt und ist hoch auf eine 91.
Und auch in der letzten Saison dieser Karrieresimulation von Nader El-Jenjaoui bleibt er weiterhin bei Hertha BSC Berlin und versucht nochmal nach den großen Titeln anzugreifen. Dafür hat sich das Team jedoch nicht wirklich verändert, aber es ist stark genug. Und im siebten Jahr gehörte Nader El-Jenjaoui auch wieder zu den Favoriten auf den Ballon d'Or neben seinem Teamkollegen Rafael Leao, Chiesa und Foden. Und das erste Mal konnte ein Hertha-Spieler den Ballon d'Or gewinnen, leider war es aber sein Teamkollege Leao. Dafür hat es nahe ins Team des Jahres geschafft und zwar unter den Stürmern ist er vertreten zusammen mit seinem Teamkollegen Leao, Wirtz und Dalot. Auch wenn es am Ende sehr spannend war in der Bundesliga, konnte Hertha sich durchsetzen und mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft holen. Der DFB-Pokalfluch hielt aber weiterhin an, man ist direkt rausgeflogen gegen Schalke im Elfmeterschießen und am Ende hat Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen. In der Champions League ist Hertha fast die Überraschung oder die Sensation gelungen und zwar ist man ins Champions League Finale gekommen, dort hat man aber leider 2-1 gegen Manchester City verloren. Lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht zu verpassen und schaut euch gerne die vorherigen Karrieren an. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Nader sich durchsetzen kann bei Hertha.